Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Wie versprochen, jetzt endlich meine Top 2 bzw. Top 3 der besten Skins für die Legenden. Warum Top 2 oder Top 3? Es gibt hier und da Skins, da wollte ich nicht krampfhaft nach einem dritten Skin suchen, weil ich einfach der Meinung war, die Legende hat einfach nur zwei richtig geile Skins und der Rest ist halt eben so lala. Das ist meine persönliche Meinung, das möchte ich natürlich hier in dem Video auch betonen. Meine persönliche Sicht der Dinge, welche Skins ich am besten finde. Parallel dazu wird in den nächsten Tagen noch ein Video über meine Favorite Skins zu den Waffen kommen. Bin ich auch schon sehr gespannt. Ich bin vor allen Dingen auch auf eure Meinung gespannt. Zu jedem Skin werde ich euch sagen, welches Event war es, wo ihr den Skin bekommen konntet oder welche Season oder Battle Pass und so weiter, damit ihr vielleicht wisst, ob ihr die Chance habt, diesen Skin noch zu bekommen oder ob es eben ein Standard-Skin ist. Das soweit zum Ablauf. Wie immer jetzt schon mal den Daumen nach oben da lassen, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Und nochmal den Shoutout ganz kurz und knapp. Ich stehe kurz davor, in den nächsten Monaten knapp die 10.000 Abonnentenmarke zu knacken und es sind immer noch 40%, die regelmäßig einschalten, aber nicht abonniert haben. Ich hoffe, ich bekomme euch dazu überredet, das Gegenteil zu tun und endlich zu abonnieren. Das war es jetzt soweit von mir. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei meiner Liste und bin natürlich auch auf eure Kommentare gespannt, welches eure Favorite Skins sind. Viel Spaß. Ich fange direkt mal mit Krypto an. Skin Nummer 1 von 3, meine Top 3 quasi für Krypto, der Deadly Bite Skin aus dem Halloween Event aus Season 3. Das Halloween Event hat wirklich sehr, sehr viele geniale Skins mit ins Spiel gebracht. Aber ich kann euch jetzt schon mal verraten, der Deadly Bite Skin ist tatsächlich der einzige Skin aus der Halloween Event Liste für die gesamten Legenden. Jetzt kommen wir zum White Listed Skin von Krypto. Der ist, jetzt muss ich selber lesen, aus dem System Override Event aus Season 4. Und der letzte richtig geniale Skin ist aus der aktuellen Season, Season 5, aus dem Lost Treasure Event, Seeker of Knowledge. Wer sich übrigens fragt, wo diese Bilder herkommen, weil hier oben links einmal steht, wie viele Coins oder Crafting-Materialien wir brauchen. Ich verlinke euch die Seite in der Videobeschreibung. Dort bekommen wir die aktuellen Exklusiv-Skins beziehungsweise alle legendären Skins. Leider fehlt in dieser Liste aktuell noch Loba und einige andere Skins habe ich auch als Screenshot aus meinem Apex-Account ziehen müssen, weil es einfach keine legendären Skins waren zum Beispiel. Gibi ist der nächste in der Liste, meine Top 2 für ihn. Ich habe einmal Calls to Arms Bündel. Wer sich jetzt fragt, warum da bunt steht, ich schiebe hier das Bild einfach nur ein bisschen an den Rand, damit das hier nicht die gesamte Bildfläche übernimmt. Dieser Skin, ein absoluter Favorit, kommt aus dem Iron Crown Collection Event aus Season 2 und ich muss euch sagen, Season 2, dieses Iron Crown Event hat eine Menge richtig geile Skins ins Spiel gebracht. Also aus diesem Event kommen noch einige Skins in der Liste dazu und das muss ich eben nebenbei noch erwähnen. Ich finde, gerade in Season 2 hat Respawn so richtig bewiesen, dass sie einen absolut krassen Skin-Geschmack haben und es einfach drauf haben, für Events solche Skins an den Mann zu bringen. Als nächstes kommen wir zum Gibraltron-Skin. Den finde ich auch ultra geil. War es Season 4? Jetzt muss ich selber gucken. Ist aus Season 4 aus dem System Override Event. Das soweit zu Gibi. Kommen wir zu Lifeline. Lifelines erster Skin, Guardian Angel. Das ist ein Skin aus der allerersten Edition, beziehungsweise kam eine Bloodhound und eine Lifeline Edition zeitgleich auf den Markt. Ich kann euch das gerne nochmal einblenden oder beziehungsweise kurz in die Kamera halten. Nummer 1, wen es interessiert. Nummer 2, warum soll man auch perfekt vorbereitet sein? Gab es mal zu kaufen. Das sind die einzigen, die man wirklich in der CD-Hülle kaufen konnte. Pathfinder und Octane war dann nur noch digital, was ich aber völlig okay finde, weil man einfach viel zu verschwenderisch sind mit so einer CD umgeht und irgendwelchem Material. Fand ich sehr, sehr geil. Ich kann euch kurz noch mal was zum Inhalt sagen, wen das interessiert. Man hat für 20 Euro damals, mittlerweile kriegst du das, glaube ich, für einen 10er hinterhergeschmissen oder sogar viel weniger. Man hat den Lifeline-Skin bekommen, ein Flatline-Skin, der auch wunderschön ist. Ich glaube, 2000 Apex-Coins, ein Banner und ein Badget. Das soweit zu dem Skin, den ich wirklich sehr, sehr schick finde. Und als zweite, das ist einer, ohne Scheiß, einer meiner All-Time-Favorites überhaupt aus dem gesamten Spiel. Und ich glaube, ich mache vielleicht zum Schluss nochmal so eine kleine Top 3 von allem, wo ich sage, das sind wirklich die geilsten Skins im Spiel ever. Und zwar ist es der Judge, Jury,
Judge, der heißt nur Judge Judy Skin. Lasst euch mal von dem unteren Satz da nicht so irritieren, falls das jemand tut, ist aus dem Iron Crown Collection Event aus Season 2, wie ich vorhin bei Gibby schon sagte. Dieses Event hat wirklich einfach mega Skins ans Tageslicht gebracht. Bloodhound ist der nächste und hier bin ich jetzt gleich auf eure Meinung gespannt, wenn ich euch sage, welcher mein absoluter Bloodhound-Favorit ist. Es ist eine Top 3, weil ich hier dachte, da sind doch einige Skins dabei, die sehr, sehr geil sind. Als allererstes, hier habe ich Bilder aus dem Inventar, weil die auf der Seite einfach sehr klein wirkt, nur ich das nicht strecken wollte, damit die Qualität nicht vermindert wird. Dieser Skin nennt sich Rune Keeper, ist ein Standard-Skin aus keinem Event, kann man glaube ich jederzeit sich einfach mit Coins kaufen oder durch Glück mit einem Apex-Pack ziehen. Als nächstes kommt der Imperial Warrior und da ist es glaube ich genau das gleiche, den kannst du aus dem Pack ziehen, beziehungsweise ist ein Standard-legendärer Skin, den ich auch sehr, sehr geil finde. Es gibt zwar viele Event-Skins, auch die Edition habe ich mir geholt, den fand ich anfangs so geil, aber ich finde, es gibt so bestimmte Skins, die übersiehst du dir sehr, sehr schnell und ich fand, die Bloodhound Edition gehörte dazu. Und jetzt mein absoluter Favorite, und ihr werdet es wahrscheinlich nicht glauben, es ist der Standard-Original-Bloodhound-Skin. Ich liebe diesen Skin, weil der einfach verdammt nochmal, ich mache es gerne noch ein bisschen größer, der hat so viele Details, der sieht so genial aus. Ich finde Bloodhound, sicherlich ist das jetzt übertrieben, was ich sage, aber ich finde Bloodhound braucht keinen anderen Skin. Wenn es nach mir ginge, würde mir dieser Skin reichen, weil ich ihn einfach so perfekt gelungen finde. Und ich kann mir bis jetzt nicht vorstellen, dass irgendwann mal ein Skin kommt, der diesen toppt. Und ich bin auf eure Meinung gespannt, ob ihr meiner Meinung seid. Ich kann mir vorstellen, dass das viele vielleicht nicht finden, aber Geschmäcker sind Gott sei Dank verschieden. Das zum Bloodhound. Der Pathfinder ist der nächste in der Liste und tatsächlich, wenn es die Pathfinder Edition nicht geben würde, hätte ich wahrscheinlich nur ein Skin in die Liste genommen. Ich finde, es gibt echt wenig Skins, die so genial aussehen. Also Nummer 1, wie gesagt, die Pathfinder Edition, die glaube ich, war es in Season 4 noch oder schon in Season 5, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, kam die Pathfinder mit B, ist klar, kam die Pathfinder Edition raus. Ein geiler Skin, auch den kann man sich mit Sicherheit sehr schnell übersehen. Auch hier gab es wieder einen Schlüsselanhänger, dann gab es noch einen Havoc-Skin, die 2000 Apex-Coins und den Badget. Und als letzten Skin finde ich den SRVN Marvin-Skin aus dem Grand Soiree in Season 4 sehr, sehr geil. Auch ihn habe ich mir irgendwann schnell übersehen. Ich finde zwar immer noch stark, aber ich kann einfach nicht mehr sehen. Das Traurige ist, dass es in den letzten Seasons einfach keine vernünftigen Pathfinder-Skins gab, dass man sich schon fast sagt, Mensch, ist der Standard-Skin von Pathfinder nicht doch auch mit einer der besten, den Pathfinder überhaupt hat? Bei meiner Wraith Top 3 wird es interessant. Zumindest für mich muss ich sagen, hier fiel es mir tatsächlich schwer. Zumindest bei zwei Skins zu sagen, welcher ist mein absoluter Favorite, weil sie beide absoluter Hammer sind. Ich fange erstmal mit dem dritten Platz so weit an. Das ist der Wraith Protector of the Void Skin aus dem Season 2 Iron Crown Collection Event. Da haben wir es wieder. Wieder ein Skin aus einem Event, der einfach absolute Sahne war. Wird leider sehr, sehr selten nur noch gespielt, weil es auch andere Skins gibt, die einfach, gerade bei Wraith, der absolute Hammer sind. Und Wraith ist übrigens bis jetzt die einzige Legende, wo ich tatsächlich alle legendären Skins habe. Alle gezogen, bis auf einen, den Voidwalker Event Skin, den habe ich mir mit Coins gekauft. Den Rest habe ich durch Glück aus Packs gezogen. Der nächste Skin. Season 5 Lost Treasure Event. Marble Gods. Ich habe keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Er wird wahrscheinlich einer meiner All-Time-Favorites mit dem Lifeline-Skin vorhin zusammenbleiben. Den finde ich so absolut, fehlen mir eigentlich die Worte, ich finde den Skin so ultra stark. Das ist der absolute Wahnsinn. Und genauso geht es mir. Ihr werdet es wahrscheinlich euch alle denken können. Einer der beliebtesten Skins im Spiel überhaupt, der Voidwalker-Skin. Ich finde ihn, ich habe den gesehen und wollte den sofort haben. Das Event kam raus. Ich habe ihn mir sofort zugelegt. Und ich muss ganz ehrlich noch mal ein paar Worte zu diesem Skin loswerden. Für alle, die hoffen, dass vielleicht der ein oder andere Skin aus einem Event, den ich euch hier zeige, sich einer gewissen Beliebtheit bedient. Die Hoffnung ist da, dass die vielleicht noch mal wiederkommen. So war es auch bei dem Voidwalker Event Skin. Der war jetzt vor kurzem mal kurz
Summer Sale Event im Season 5 war der kurz erhältlich. Ich bin ganz ehrlich, ich fand das nicht geil, dass diese Event Skins wieder kamen, weil das hat ein Stück weit an Exklusivität für den Skin verloren. Gerade die Leute werden eigentlich beschenkt, die von Anfang an dabei sind. Es war in Season 2 ein Wraith Event. Und ich bin ehrlich kein Freund davon, dass dieser Skin zurückkam. Ich finde, so ein bisschen Exklusivität macht schon was her. Und jetzt haben ihn natürlich sehr viele. Natürlich gönne ich den Leuten, dass die vielleicht in Season 3 oder 4 erst eingestiegen sind und den Skin sehen und sagen, boah, ich hätte den auch gern. Ich kann das natürlich verstehen. Ich hätte es trotzdem cool gefunden, wenn es nicht so gekommen wäre. Gerne eure Meinung, was ihr davon haltet. Ich finde es auch ein bisschen, auch ehrlich, Kritik an Respawn von Unkreativität, dass das für mich, das ist für mich eine Art Recycle-Geschichte, weil sie gerade nicht wussten, was sie vielleicht noch bringen sollten. Das ist zumindest meine Vermutung. Das sind einfach ein paar ehrliche Worte. Bin auf eure Meinung gespannt. Das war's zu Wraith. Bangalore fiel mir gar nicht so schwer. Es ist nur eine Top 2. Da flashen mich echt die wenigsten Skins, leider, wo ich den Charakter gar nicht mal so blöd finde. Der Sky Marshall Skin ist aus Season 5, Battle Pass Stufe 50, wenn ihr euch den Battle Pass zugelegt habt. Ansonsten bekommt ihr den Skin nicht. Und der zweite Skin, bei Bangalore mache ich es einfach ganz kurz und knapp, Killing Machine, ist, ich glaube, war Season 4, jetzt muss ich nachlesen, Season 4 System Override Event. Das ist wirklich mein Favorite, was Bangalore betrifft. Und viel mehr fand ich bei Bangalore, gab es an Skins nicht, wo ich sage, die haben mich wirklich geflasht. Caustic, Zwinker, Zwinker, meine Lieblingslegende. Nein, kleiner Scherz. Bei Caustic hätte ich wahrscheinlich am liebsten eine Top 5 gemacht. Der hat so geile Skins. Ich habe mich aber wirklich auf die Top 3 reduziert. Aber hier fiel es mir auch echt schwer, welche ist auf Platz 1, 2, 3, 4, 5 theoretisch. Ich fange einfach mal mit dem Caustic Black Hard Skin an. Und soweit ich weiß, ist das ein Standard Skin. Legendär logischerweise seit Anfang an. Den kann man sich mit 1800 Coins kaufen. Als nächstes, ich muss ja nicht viel zu den Skins sagen, ihr seht es ja selber. Ich möchte jetzt nicht bei jedem Skin extrem ins Detail gehen, aber zieht es euch einfach rein. Es sieht so mächtig aus, sieht aus wie so ein Bärenfänger, ich weiß auch nicht. Als nächstes, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Philosopher's Stone. Auch ein sehr, sehr edler Skin im Detail. Normalerweise würde es sich lohnen, wenn man im PlayStation-Menü sich den richtig anguckt und noch ein bisschen dreht und hier, aber das würde das Video wirklich schon sehr, sehr in die Länge ziehen. Aber auch dieser Skin ist der absolute Wahnsinn. Ich finde bei Caustic, das ist die Legende, wo die Skins am meisten reinknallen mitunter. Absolut Fakt. Und dieser Skin ist auch ein Standard-Skin, von Anfang an erhältlich. Wenn mich meine Informationen nicht täuschen, könnt ihr euch den sofort für 1800 Coins kaufen. Und als letztes, den finde ich ultra geil, weil er sich einfach von Caustic mal komplett optisch abhebt. Der nennt sich Necrosis, ist aus, jetzt muss ich nochmal überlegen, ich glaube auch das System Override Event aus Season 4. Genau, es war das System Override Event. Dieses Event aus Season 4 hat auch richtig viele geile Skins gebracht. Mirage mache ich wieder kurz und knapp, meine Top 2. Es hätte auch eine Top 3 werden können, aber zum Beispiel der Skin aus dem aktuellen Battle Pass Season 5, Level 50, glaube ich, der sieht nicht schlecht aus, aber ich habe ihn rausgelassen. Mirage hat wirklich echt wenig Skins, wo ich sage, die sind so richtig geil. Als allererstes hier Folk Hero, das ist der einzige Exklusiv-Skin aus meiner Liste. Wer es nicht weiß, Exklusiv-Skins sind Skins, wo du das Original, also den original-legendären Skin brauchst, damit du einen Exklusiv-Skin kaufen kannst für deine legendären Token. Ihr seht es oben, 10.500 legendäre Token muss man ausgeben und den Original-Skin, den ihr braucht dazu, ist der The Ravenger, da sieht er komplett gelb aus. Und hier sieht er einfach aus, einfach weil Iron Man geil ist. Der Typ sieht da mit diesem Anzug einfach aus wie Iron Man. Ich finde es, das ist eigentlich mein Favorite von Mirage. Eigentlich wollte ich den als zweites zeigen, aber spielt eigentlich keine Geige. Hier haben wir Captain Bamboozle, auch ein richtig stylischer Skin mit den Dreadlocks. Das finde ich ultra kreativ. Ebenfalls aus dem Iron Crown Collection Event aus Season 2. Kommen wir zu Octane, einer meiner Lieblingslegenden und leider nur eine Top 2. Ich finde es sehr, sehr schade. Es gibt echt viele Skins, die ich so ultra hässlich finde. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Auch von den Legendären ist so viel
Wir könnten, wahrscheinlich könnte der ein oder andere mich jetzt dafür haten, aber ich finde die Octane-Skins fast allesamt Schrott. Leider Gottes, weil ich spiele diesen Typen so ultra gern. Aber die beiden Skins, die ich habe, die finde ich dafür umso geiler. Als allererstes der XLR8 Skin aus Season 4, System Override Event, mal wieder Season 4, ein ultra starker Skin. Und passend zu diesem Skin gab es in diesem Event auch ein R301 Skin, der optisch genauso aussah. Fand ich eine absolut kreative Geschichte. Und jetzt auch einer meiner absoluten All-Time-Favorites, der Clocktane Skin, auch aus Season 4 aus dem Gran Soiree Event. Und das ist einer der Skins, ich mache das Bild mal ein bisschen größer für euch, der hatte nämlich einen kleinen Fehler drin und einer der Respawn Creative Skin Designers hatte da einen mega Bockmist gebaut und der wurde nur 2-3 Tage später schon von einem Mitarbeiter verpetzt. Ihr seht ganz rechts auf seiner Brust eine Uhr mit römischen Zahlen. Und da hat die römische 10, das X, gefehlt. Eine ganze Weile lang. Es hat auch echt lange, lange gedauert, bis es gepatcht wurde. Und diese römische 10, ich glaube, es war die römische 10 oder die 11 oder die 9, eine von den drei Zahlen. Oben links, wenn der große Zeiger schräg links an der Uhr steht. Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall finde ich ein absolut geiler Skin. Und die beiden Skins sind tatsächlich in meiner Favorite-Listen-Rotation immer aktiv. Obwohl, nein, ich habe auch noch den Skin aus der Digital Edition, was ich vorhin mit Lifeline und Bloodhound und so weiter schon erzählt habe, aber auch den kann ich mittlerweile kaum noch sehen, deswegen ist er in meiner Top 3 einfach nicht vorhanden. Jetzt kommen wir zu Watson, leider reicht es auch hier nur für eine Top 2, obwohl sie ein paar schicke Skins hat, hat es aber für mich einfach nur für 2 gereicht. Fangen wir mit dem Cyberpunk Skin an, Season 4 Battle Pass Stufe 50, glaube ich, plus minus, nagelt mich nicht fest, genau weiß ich das Level nicht mehr. Und der zweite Skin, auch einer meiner absoluten Favorites, wieder Season 2, Iron Crown Event, The Warrior. Einer, wo ich habe es mal gelesen, einer der seltensten Skins, die es im Spiel überhaupt gibt, weil die Leute einfach nicht zugegriffen haben. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall sieht der sehr geil aus und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich ihn mir gekauft oder gezogen habe. Ich besitze ihn jedenfalls, ich finde es halt nur schade, so schöne Skins zu besitzen. Man spielt die Legende selber nicht. Ich meine, natürlich, wenn ich spiele, ich sehe ja den Skin nicht, die sehen ja nur meine Gegner. Aber wenn man vielleicht als Party-Modus im fester Third-Person-Modus reinkommt, wäre das schon geil, die Skins auch mal komplett zu betrachten. So, danke bis hierhin erstmal fürs Durchhalten. Jetzt bin ich gespannt, ob der ein oder andere negative Kommentar kommt. Zu Revenant. Ich mag die Legende, keine Frage, er ist ultra stark, aber der Vollständigkeit halber ist er natürlich in der Liste mit 2 Skins, aber so vom Persönlichen her gibt es für mich keinen Skin, wo ich sage, boah geil, absolut stark. Deswegen, natürlich ist er hier in der Liste mit vertreten, aber ich hätte ihn übertrieben gesagt, nicht falsch verstehen, am liebsten rausgelassen, weil ich die Skins allesamt echt extrem unkreativ finde, irgendwie zumindest für meinen Geschmack. Es gibt natürlich 2 Skins, einmal, es ist tatsächlich ein seltener Skin, den ich besser finde als alle anderen legendären. Sogar der zweite Skin, der ja optisch eigentlich auch besser aussieht für die meisten. Dies hier ist ein seltener Skin. Den gab es in einem, ich weiß nicht, ob es PlayStation exklusiv war. Für 5 Euro gab es ein Bündel mit 600 Apex Coins noch oben drauf in diesem Skin. Wenn ihr euch den im Menü dreht und wendet, das Gold-Schwarz, das wirkt extrem edel. Keine Frage, es wäre tatsächlich der einzige Skin, aber wenigstens 2 Skins für Revenant wollte ich schon reinnehmen. Deswegen Season 5 Lost Treasure Event. Er hat was, keine Frage. Aber flashen tut er mich auch nicht. Relic of Death heißt dieser Skin. Mehr habe ich dazu eigentlich leider nicht zu sagen, auch wenn der Revenant echt eine ultra starke Legende ist. Kommen wir zur letzten Legende und hier fällt mir gerade ein, es könnte sein, dass ich den seltenen Skin von Revenant und der Skin von Loba, dass ich da die Tatsachen mit diesem Pack für 5 Euro und den 600 Coins, ich glaube, die Tatsachen habe ich vertauscht, ich glaube, der Revenant Skin war tatsächlich einfach nur ein seltener Skin. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber ich habe leider zu diesem Skin nicht so viele Daten gefunden oder ich war einfach blind, nagelt mich dafür nicht fest. Ist jetzt auch nicht ganz so dramatisch, wie ich denke. Wir machen erstmal den Purple Rain Skin. Das ist ein legendärer Skin, den man sich ganz normal seit Anfang an, seitdem Loba draußen ist, kaufen kann. Sonst war eventtechnisch noch nicht wirklich viel dabei. Und es gibt diesen Skin. Das war nämlich, glaube ich, es war kein, ich dachte ursprünglich, es war ein Twitch Prime Skin, aber ich glaube, das war der 5 Euro Skin aus dem PlayStation Store.
und 600 Apex Coins obendrauf. Der sieht optisch ultra stark aus und hier hätte ich eigentlich, wo ich den das erste Mal gesehen habe, von der Optik her, hätte ich eigentlich tatsächlich gedacht, dass der mindestens episch, wenn nicht sogar legendär ist. Es ist aber tatsächlich nur ein blauer, seltener Skin im Menü. Das soweit zu Loba. Mehr habe ich zu ihr nicht zu sagen. Das soll es von meiner Top 2/Top 3 Liste gewesen sein. Es ging ein bisschen länger, deswegen war es wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, dass ich keine Top 3 gemacht habe. Ich freue mich jetzt schon, wenn ich mich an das Video zu meiner Top 2 oder Top 3 Liste für die Waffen mache. Da gibt es nämlich schon fast noch mehr geilere Skins als für die Legenden. Deswegen hoffe ich natürlich, dass ihr da auch einschaltet. Das war es jetzt soweit von mir. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jeden Daumen nach oben. Lasst ein Abo da. Wie gesagt, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, habt ihr noch nicht abonniert oder schaut regelmäßig rein, unterstützt mich auf dem Weg zu meinen 10.000, zu einem absolut heftigen Meilenstein in meiner YouTube-Karriere. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen richtig geilen, schönen Tag. Das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.